Oh, ich zock zurzeit mal wieder richtig schön gern Fallout. Ich freue mich aufs erste DLC, ich weiß aber noch nicht, wann das kommen soll. Weiß da einer genaue Daten, wann das. Ja, okay. Wenn ihr die Folge seht, ist es eh schon vielleicht draußen das erste DLC. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall extrem auf die DLCs. Irgendwie zocke ich zurzeit mal richtig. Just for fun mal wieder Fallout. Weil das ist halt die Sache, wenn ich es im Stream zocke, habe ich so feste Zeiten. Und wenn ich da gerade mal keine Lust habe auf Fallout, dann habe ich halt gerade mal keine Lust auf Fallout. Ist dann auch irgendwie blöd. Und wenn man es privat spielt, wenn man gerade Lust hat, kann man spielen, wann man will. Weil sonst müsste ich ja jedes Mal den Stream anschmeißen, irgendwann, wo ich gerade Lust habe. Und da ich halt bis heute Nacht um 3 irgendwas gespielt habe. Ja. In der Nacht streamen. Ja, habe ich falsch oft gemacht, nachts gestreamt. Vor allem in meinem Urlaub, wo mein Schlafrhythmus so im Arsch war, habe ich eigentlich nur nachts gestreamt. Da habe ich dann irgendwann um 6 Uhr das Streamen angefangen und bis am nächsten Tag früh 8, 9, 10 irgendwas gestreamt. Und ich muss fast sagen, ich habe nachts hast du einfach den Vorteil, dass die vielen, viele, viele, viele Streamer, vor allem deutsche Streamer eigentlich, ist es ja hauptsächlich, einfach dann schlafen. Und da hast du einfach den Vorteil, es gibt fast nur Die dich. Internetleitung ist schneller. Ja, gut, damit habe ich eh keine Probleme, aber es gibt ja nur dich, der gerade streamt. Und du wirst viel, viel leichter entdeckt. Also halt von jemandem, der dir potenzieller Zuschauer ist, sozusagen. Dadurch habe ich eigentlich meine sämtlichen Stammzuschauer bekommen. Durch das im Urlaub durchgehend gestreame. Ey, das ist unfair, du hast eine effiziente, oder? Nein. Du hast auch keine? Wo sind unsere Effi Nein, ich hin? habe nur halt verkehrt. Wo sind Keine Ahnung. unsere Effi Briest hin? Wer musste das Buch von euch auch alles lesen, ha? Hast du Effi Briest gelesen? Ich. Ha? Nicht? Oh, da muss ich mal mit eurer Deutschlehrerin reden. Wir mussten da alle durch. Ach du Scheiße. Ja, dafür haben wir Faust gelesen. Das was? Faust. Kenn ich nicht. Ey, hör bloß auf, wir haben in der 10. Klasse. Jo, mach ich, hä? Achso, Zombie hat gerade geschrieben. Jo, mach ich. Wir haben in der 10. Klasse dann Feuchtgebiete gelesen. Ach ja, da war ja was. Heute Abend der Stream, freue mich schon. Zombie freut sich schon. Ich weiß zwar jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie es weitergeht. Gut. Ich weiß nur, er hat hier eine Umrandung gemacht gehabt, eine zwei hohe, und dann kamen eigentlich hier auf der Höhe die Türen. Wenn ich mich jetzt dann nicht täusche, oder war es nur drei hoch? Ich weiß es bei wirklich nicht mehr. Kommt eins, nee, ist es drei hoch und dann kommen Türen. Drei hoch und dann kommen Türen? Ja. Dann müssen wir noch eins höher, oder? Ja. Ach so, warte, Cobblestone fällt auf. Ja, Müssen sieht aus. wir noch eins höher? Denke ich ja, er hat drei. Ja, drei hoch und dann kommen Türen drauf. Also noch eins höher. Rein theoretisch, wir müssen eh verdammt hoch. Weil es ja zwei wären. Alter, jetzt habe ich gerade Angst gehabt. Hier, mir fällt was runter. Über mir. Kommen wir uns entgegen? Fängst du auf der anderen Seite an? Ich mache hier weiter. Okay. Und ich glaube, ich werde da nochmal rauf müssen und die schöne. Ich habe Eisen! Ich habe Eisen! Ich habe Eisen! Ich habe Eisen! Ich habe Eisen Kann man ja gar nicht mehr gefunden. die Farm bauen. Die Eisen haben wir jetzt. Hast du auch schon Eisen gefunden gehabt? 21. Während du hier abgebaut hast? Ja. Cool. Ja, da kriegen wir Ah! unsere Hopper schon mal zusammen. Kies? Ach so. Ich hab Eisen, ich hab Eisen, ich hab Eisen, 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 Eisen. Task nicht voll. Eisen. Also ich hab noch ein bisschen Platz. Du kannst mir jetzt Eisen herschmeißen, weil ich hab auch nur 2 Grad. Die anderen habe ich da oben jetzt mal liegen lassen. Also zwei noch her oder wie viel jetzt? Ich habe jetzt zwei Stacks, zwei Blöcke Eisen nur. Nee, ich Jetzt meine habe ich höher. zwei. Zwei noch höher oder wie? Zwei noch höher, ja. Achso. Wir müssen eh noch viel, viel höher bauen. Also von daher, und der Schacht in der Mitte, der muss ja eh ein bisschen aufgezogen werden. Ich finde es eigentlich auch mal wieder schön, einfach nur mal Vanilla zu zocken. Einfach nur Vanilla Minecraft.
Weil mittlerweile über mit den Modpacks und alles. Was mir interessiert ist, das, was Kronk zurzeit spielt. Wie heißt denn das? Life in the Woods. Ja. Genau. Das würde ich vielleicht auch nochmal gerne angucken wollen. Aber sonst so. Das ist echt interessant, irgendwie, nachdem Life in the Woods gestartet ist bei Gronkh, waren echt am nächsten Tag in meiner Subbox irgendwie drei Leute, die damit jetzt auch angefangen haben. Sofort. Ja, das ist, komm, sind wir doch mal ehrlich. Wenn Kronk was macht, müssen das 100.000 nachmachen. Das ist doch immer irgendwie normal. Ich ziehe wenigstens mal Minecraft noch durch, auch nachdem er es nicht mehr gemacht hat. Und das ist mein Punkt war auch nicht, ich mache Minecraft, weil es er macht, sondern weil ich gern Minecraft spiele. Ups. Ich spiele halt einfach Minecraft, weil du so sozusagen absolute Freiheit hast, irgendwas zu machen. Das gefällt mir auch irgendwie so mit ein bisschen an Fallout. Das ist auch sehr abwechslungsreich. Wenn du mal Bock hast, eine Siedlung aufzubauen, baust du eine Siedlung auf. Wenn nicht, lässt sie halt Wenn verrotten du und Bock hast, eine vergammeln. Siedlung abzubrennen, dann brennst du halt eine Siedlung ab. Ja, oder wenn du Bock hast, mach mal schnell kurz schnell speichern und schmeiß mal kurz mit Fatman in die in Diamond City rein oder sowas. Beziehungsweise ich habe jetzt einen Big Boy. Der macht sogar ein Extrageschoss nochmal. Das ist auch lustig. Den habe ich jetzt umgerüstet aufs experimentelle MRV und das ist ja so, wo dann so. Jetzt wohl hat der mir einfach meine Linie geklaut. Da wollte ich doch gerade bauen. Du hast keinen Platz mehr im Inventar? Du Oh, nein, habe ich nicht. lässt nicht alles liegen. Warte mal. Ich kann dir bestimmt was abgeben oder du mir. Hast du Flintstone? Flints. Ja. Schmeiß mal die Flints her. Sogar ein Kohle. Pfeil. Kohle. Pfeil kannst du auch herschmeißen, habe ich sowieso. Achso. Granit. Na gut, jetzt habe ich erstmal wieder drei Slots. Achso. Granit habe ich 47. Warte, ich habe eine Enderperle, die brauche ich gerade nicht. Warte. Los. So. Du baust ja im Kreis, im Kringel. Was? Du baust ja im Kringel, du hast hier vergessen. So, ich hab nicht noch, ich habe auch noch drei Slots frei. Okay. Beide schauen dann sich erstmal an. So, es könnten natürlich hier ein bisschen die Eisengolem farmen, weil man sie ein bisschen versteckt. Es schaut sonst eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie, wenn du es so baust, muss es ja dann irgendwie auch verstecken. Aber das ist echt aufwendig, das dann so verstecken. Da baue ich es lieber im Berg rein. Ich glaube, da bin ich sogar schneller und als wenn ich es so irgendwo hinbaue. Der baut schon wieder einen Kringel. Dreh um. Gleich da. So, und ich würde sagen, wir können ja wirklich im Moment, da wo wir ach Quatsch, wo uns ja dann runterfallen wollen, könnten wir uns ja die Treppe machen, sozusagen, um nach oben dann rauf zu kommen und alles, um die verschiedenen Ebenen hinzukommen. Und später, wenn wir dann den zweiten Spawning Ground machen, der wird ja dann eh oben sein. Hätte ich mal gedacht, wie ein Häuschen oder sowas aufbauen, ha? Ja. Das wäre das Geschickteste. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal rauf und du musst doch auch gleich gehen, oder? Ja, muss gleich weg. Das hier hat wieder einer ein Ja. volles Inventar. Ich habe noch ein bisschen Platz. So, würde ich sagen, dann gehen wir mal rauf. Und lern das Inventar aus. Ich glaube, wir brauchen. Also hier hinter will ich den Weg auf jeden Fall ein bisschen ausbauen da noch. Ein bisschen größer bauen. Vielleicht können wir uns ja auch so eine kleine Railroad hier hinterlegen, dass wir da hinterfahren können.
Das wäre bestimmt auch nicht schlecht. Weil es doch ein Stück, dass wir laufen. War doch. Falsche Richtung. Oh. Und ich darf wieder laufen. Also ich muss sagen, das mit dem Glas ist es cool. Mit dem Glas ist es echt cool geworden hier. So eine kleine Glasdecke drin. Wo man die Schlucht so sieht. So, so ab ins Lager. Wieso habe ich eigentlich Wege gebaut, wenn wir die Wege eh vollkommen ignorieren? So, ich muss jetzt erstmal ganz viel nice snacken. Ey, du hast die Truhe offen gelassen. So, du hast eine Truhe offen gelassen. Ich leere erstmal den Plunder aus hier. Bruchgestein, Granit und Andesit-Diorit. Ach du Scheiße, wieso ist hier graue Wolle? Kies habe ich ein bisschen nur. Das war fast synchron. Aber auch nur fast. Ich will noch einen Vernichter bauen. So. Ein Fan. Ja, weil wir ja sowas wie ich in der LP-Welt hab. Wo man dann Zeug reinschmeißen und einfach weggeht. Da brauche ich auch viel Eisen. Da brauche ich auch viel Eisen. Weil sonst das extremst laut ist, wenn das zu nah ist. Das ist mit Eisen dann eher so nach dem Prinzip wie ein Förderband. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir keinen Platz mehr für Ding haben. Für Cobblestone, aber ich schnappe immer noch mal ein bisschen Kohle. Ich nehme einfach mal die ganze gesamte Kohle mit, bis auf 2 Stacks. Wir haben nicht keinen Stein. Zumindest nicht viel. Und schmeiß noch mal mit dem Eisen zusammen das Ding hier, das, du weißt schon, an. Warte mal. Der äußere war für den, was man brennen soll, gell? Will? Der hier. Und der in der Mitte hier ist der für die Kohle. Oder? Ja. Jetzt mal probieren. So. Ja, schaut so aus. Was? Ey. So. Und hier schmeiße ich jetzt erstmal das Eisen rein und dann so. Ja, es funktioniert. Funktioniert, gut. Jetzt würde ich auch noch schon hübscher machen. Ja, wir können es ja auch irgendwann mal noch mal ein bisschen länger machen. Es müsste eigentlich das ganze Eisen drin sein, genau. Und jetzt schmeiße ich als nächstes nämlich den ganzen Cobblestone rein. Dann lasse ich den auch mal einschmelzen. Oh, das geht eigentlich, wenn du so denkst, eigentlich schon ziemlich fix. Aber so ein paar mehr wären trotzdem ganz cool, wenn man mal sagt, wir brauchen ein wenig mehr. Das sind jetzt gerade mal 6 Öfen. Ja. Aber da hat es dann halt in Trichtern gefühlt. Ich glaube, das Eisen ist schon verbraucht. Schalte ich mal da an. Hier kommt nicht kein Eisen mehr an. Ja doch, da kam noch ein bisschen was an. Huch, wollte ich gar nicht. Scheiße. War's nicht. Moment, was? Jetzt musst du wieder anschubsen. Ah, hier stehe ich im Bild. Warte. Ich schalte hier aus. Dann. So. Okay. So. Kommt noch Eisen an? Ne, kommt schon Stein an. 29 Eisen haben wir gekriegt. Die müssen wir eigentlich jetzt die ganze Zeit... Also die Kohlelore ist leer. Die ist schon verbraucht. So. An sich wäre man eigentlich... Das, ja stimmt, das wollten wir noch ein bisschen aufhübschen. Die Erde könnten wir ja hier zum Beispiel durch Dingsbomber ersetzen, die noch hier rumliegt. Alles, aber das mach mal, das kommt noch irgendwann mal. Du musst jetzt eh verschwinden, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ich gehe dazu ins Lager, da ist einigermaßen sicher. Mein Haus ist einfach zu weit weg. Ja, das ist mir egal, ich habe eh gleich paar 2 Türen hinter mir. So. Naja, ja, heute haben wir ein bisschen Spawner gebaut, ein bisschen Welt noch aufgebaut und die Weltkarte, da müssen wir nochmal ein neues, ein größeres. Geht eigentlich deine Rüstung kaputt, wenn ich dich schlag dabei? Nee.
Ich glaube, die Waffen gehen kaputt, ne? Kann sein, keine Ahnung. Doch, die gehen kaputt. Okay, die gehen kaputt. Okay, diesmal haben wir nur ein bisschen Stadtbau gemacht und ein bisschen Stadtplanung sozusagen. Und unser Eisenproblem schon mal den ersten Weg dazu hin sozusagen gemacht, dass wir es langsam, aber sicher, da ist einfach ein Goldhelm drin, besser wird. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss. Achso, nee, noch nicht tschüss. Ich habe ja jetzt mir angewohnt, an Ende einer Aufnahme jetzt, was zu sagen. Und zwar, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentare und Abo-Button. Ihr wisst alles, wie es geht. Und jetzt ist aber wirklich tschüss. Ningo, tschüss sagt man. Ja, tschüss.